Dieser Wahnsinn, diese Zerstörung, der Blick auf ihre Stadt Homs raubt Habsa Mahsud die Sprache. 3 Jahre war die Ärztin auf der Flucht, der Kämpfe wegen. Jetzt ist sie zurückgekehrt und findet statt wohlvertrauter Heimat nur noch verbrannte Erde. Reden kann sie nur, wenn sie keine Trümmer sieht, wenn sie die Bilder ihrer Stadt verdrängen kann. Nochmal flüchten, auswandern sogar, kommt für sie nicht in Frage. Nur in meinem Land fühle ich so etwas wie Würde, wie Stolz. Egal wohin du gehst, du wirst dich immer als ein Fremder fühlen. Niemand wird sich um dich kümmern. Ich bin nach Homs zurückgekommen und hier bleibe ich. Das Zentrum verwüstet, fast alle Häuser einsturzgefährdet. Hier ein Neuanfang, das scheint kaum vorstellbar. Und doch kehren immer mehr Flüchtlinge nach Homs zurück. Anas El-Najjar betreibt wieder seine Rösterei, weil hier seine Heimat ist, wie er sagt, und er ein Leben in der Fremde nicht mag. Einige sind wieder da, jetzt sollen auch alle anderen kommen. Es ist mühsam, es dauert eine Weile, aber wir werden es schaffen. Wir können diese Wunden heilen. Erste Geschäfte sind wieder geöffnet, Gemüsehandel auf der Straße, weil die Läden zerstört sind. Arbeitskräfte fehlen für den Wiederaufbau. Wir Alten brauchen unsere jungen Leute, die im Ausland sind. Angela Merkel hat sie gerettet, als sie in Gefahr waren. Dafür liebe ich sie. Aber jetzt sollen sie heimkommen, aufbauen. Optimismus, der schwerfällt angesichts solcher Zerstörung. Und doch halten viele hier einen Neubeginn für möglich. Die Libanesen, sagen uns viele, hätten nach dem Bürgerkrieg dort ihr Land auch wieder aufgebaut. Man werde das schaffen, sicherlich. Seit einigen Wochen bin ich wieder in Homs. Ich bin Lehrerin, wollte zurück zu meinen Schülern. Gemeinsam mit den Kindern haben wir unsere Schule wieder aufgebaut. Der Unterricht kann beginnen, das macht doch Mut. Habsa Mahsud, die Ärztin, die nicht reden kann, wenn sie Trümmer sieht, will uns ihre Praxis zeigen. Bald schon soll sie wieder eröffnet werden. Hier in ihren Räumen will sie ein Interview geben und kann es dann doch nicht. Zu brutal sind die Verwüstungen, zu sinnlos das alles, um es in Worte zu fassen.